Hallo, mein Name ist Alexander Wierzowski und ich erzähle Ihnen heute etwas über die Gasviskosität. Genauer gesagt wurde die Viskosität von Luft untersucht und es sollte herausgestellt werden, welche der folgenden Aussagen korrekt sind. Antwortmöglichkeit A lautete: Heiße Luft ist viskoser als kalte Luft bei einem Druck von 1 bar. Antwortmöglichkeit B lautete: Luft ist bei 2 bar viskoser als bei 1 bar bei einer Temperatur von 25 Grad Celsius. Antwortmöglichkeit C lautete: Schergeschwindigkeit und Schubspannung sind proportional. Und Antwortmöglichkeit D lautete: Die Viskosität von Luft ist null. Zunächst möchte ich darauf eingehen, was Viskosität eigentlich ist. Die Viskosität ist ein Maß für die Zähflüssigkeit eines Fluids. Und je höher diese ist, desto dickflüssiger ist das Fluid. Die Viskosität ist sehr wichtig für die Industrie. Unter anderem bei der Herstellung von Schmierstoffen, Kunststoffen und Klebstoffen. Auch in der Lebensmittelindustrie, wie zum Beispiel bei der Herstellung von Teigen und Puddings und auch in der Medizin, siehe das Beispiel Blut. Der Kehrwert der Viskosität ist die Fluidität. Diese ist ein Maß für die Fließfähigkeit eines Fluids. Wie lässt sich die Viskosität nun berechnen? Dazu gibt es die folgende Formel. Eta ist gleich ein Drittel der Teilchenzahldichte n mal der Masse m mal der mittleren Teilchengeschwindigkeit v mal der freien Weglänge Lambda. Es gibt aber auch andere Formeln zur Berechnung der Viskosität von Gasen, unter anderem das Sutherland-Modell. Dabei wird die dynamische Viskosität μ bei der Temperatur T bestimmt und zur Hilfe nimmt man da die Referenzviskosität μ0, welche bei der Referenztemperatur T0 bestimmt wurde, und die sogenannte Sutherland-Konstante, welche jedoch nach Stoff variiert. Kommen wir nun zu der Antwortmöglichkeit A. Heiße Luft ist viskoser als kalte Luft bei einem Druck von 1 bar. Es lässt sich sagen, dass mit steigender Temperatur die mittlere Teilchengeschwindigkeit v proportional zu t zunimmt. Dadurch kommt es zu einer höheren Zahl an Zusammenstößen der Teilchen und somit auch einer Zunahme der Viskosität. Daraus folgt, dass Antwortmöglichkeit A richtig ist. Antwortmöglichkeit B besagte, Luft ist bei 2 bar viskoser als bei 1 bar bei einer Temperatur von 25 Grad Celsius. Zunächst lässt sich sagen, die Viskosität von Gasen ist bei niedrigen Drücken, sprich von 0,1 bis 10 bar, unabhängig vom Druck. Und auch mit zunehmendem Druck stehen zwar mehr Impulsüberträge in Form von Molekülen zur Verfügung, aber diese transportieren den Impuls aufgrund der kleineren mittleren freien Weglänge über eine kürzere Strecke, womit sich das Ganze also wieder aufhebt. Und daraus folgt, dass Antwortmöglichkeit B nicht richtig ist. Antwortmöglichkeit C besagt, Schergeschwindigkeit und Schubspannung, welche auch als Scherspannung bezeichnet werden kann, sind proportional. Dazu möchte ich zunächst auf den Begriff der Scherung eingehen. Diese besagt, dass eine Kraft F auf einen Körper wirkt, und zwar gegen die Parallelen, die inneren und äußeren Parallelen dieses Körpers, und somit eine Verschiebung ausübt und der Körper sich verformt. Luft ist ein newtonsches Fluid. Diese zeichnet die Eigenschaft aus, dass die Scherspannung Tau proportional zur Schergeschwindigkeit Gamma 0 ist. Und solche Fluide auch eine belastungsunabhängige Viskosität besitzen, was bei Luft der Fall ist. Daraus folgt, dass Antwortmöglichkeit C auch richtig ist. Antwortmöglichkeit D. Die Viskosität von Luft ist null. Dazu möchte ich auf die Rechnung vor einigen Folien zurückgreifen. Und setzen wir nun unsere bekannten Werte ein für die Temperatur von 25 Grad Celsius und eine Masse der Luft, die frei wählbar ist, sehen wir bereits, dass die Viskosität nicht null sein kann. Daraus folgt, dass die Antwortmöglichkeit D nicht richtig ist. Die Viskosität lässt sich aber auch nicht nur rechnerisch, sondern noch experimentell bestimmen. Zum Beispiel mit Hilfe eines Gasviskosimeters. Dabei wird mit Hilfe einer Pumpe mit konstantem bekanntem Unterdruck durch die Kapillare das Gas angesaugt und dadurch wird ein Teil des Wassers aus einem Becken angezogen. An der Höhe des ansteigenden Wassers lässt sich nun die Viskosität des Gases ablesen. Das Wasser ist jedoch nur bedingt geeignet, da es zu Reaktionen kommen kann und auch zur Bildung von Nebenprodukten.